Unterhalb des Hombüchels, wo wir wohnten, war die Plateniusstraße, in der sich der Arbeitsnachweis befand, wie damals die Arbeitsämter hießen. Die Straße war ständig voll Menschen, die zweimal in der Woche ihre Stempelkarte vorlegen mussten, um einmal die dürftige Arbeitslosenunterstützung zu erhalten. Nach einigen Wochen wurde diese Leistung gekürzt als Krisenunterstützung und dann noch nach kurzer Zeit noch einmal gekürzt als Wohlfahrtsunterstützung gezahlt. Die ständig sich vertiefende Wirtschaftskrise hatte verheerende Folgen. Trotzdem muss ich für mich und viele meiner Altersgenossen sagen, dass uns die Zustände wohl bewusst waren, aber keineswegs einen allzu tiefen Eindruck hinterlassen haben. Wir waren schon an diese Zustände gewöhnt. Ich werde gleich nochmal genauer erzählen zu den Kämpfen, hier aus der Perspektive eines Kindes. In meiner Erinnerung waren damals ständig Wahlen, Demonstrationszüge, Kundgebung auf dem Schusterplatz oder dem Königsplatz, heute Laurentiusplatz. Die Bereitschaftspolizei und die berittene Polizei waren ständig im Einsatz. Um den Neumarkt herum kam es nicht selten zu schweren Schlägereien, an denen immer häufiger auch die zahlreicher gewordene SA beteiligt war. Auf dem Ölberg hatten sie allerdings nichts verloren. Hieran kann ich mich noch gut erinnern, weil wir Pioniere an der Vorbereitung der Abwehr des SA-Durchmarsches in der Würkerstraße beteiligt waren. Wir hatten vorsorglich das Kleinschlagpflaster von den Bürgersteigen in Sicherheit in die Wohnung im dritten, vierten Stock gebracht. Der Rücktransport erfolgte der Einfachheit halber aus dem Fenster, wobei nicht ganz auszuschließen war, dass jemand, der die unteren angebrachten Absperrungen nicht beachtet hatte, schnell zur Seite springen musste. Das ist so ein bisschen der Einstieg. Ich will kurz erzählen, dass die Kräfteverhältnisse in Wuppertal so waren in der Novemberwahl, dass die Lager Nazis und Deutschnationale insgesamt 110.000 Stimmen hatten und die politische Linke, also die KPD als stärkste Partei und die SPD insgesamt 90.000 Stimmen und etwa 20.000 das katholische Zentrum. Also es war pari pari. Und die Arbeiter, aber in den Arbeiterquartieren waren natürlich die politische Linke, vor allen Dingen in Wuppertal die KPD, die stärkste der Partei. Also hier am Ölberg, am Platz der Republik, in Heckinghausen, in Wichtlinghausen, am Sedansberg, an der Vogelsaue, bei Bayer, IG Farben, gab es Wahlquartiere, wo die politische Linke, KPD und SPD bis zu 80% hatten oder am Rott. Das haben die Nazis auch bis zur Abstimmung 34 noch nicht ändern können. Erst ab 1935, als die Massenverhaftung einsetzten, haben sie das ja quasi das linke Milieu kaputt gekriegt. Zur politischen Organisierung, wie gesagt, die KPD mit dem Kampfbund gegen den Faschismus, genannt Antifa, war die stärkste Fraktion, das war eine bewaffnete Gruppe. Die SPD hatte sich im Reichsbanner organisiert, die Anarcho-Syndikalisten hatten eine kleine Gruppe, die sich die Schwarze Schar nannte und es gab ja eine Sondersituation in Wuppertal aus einer Abspaltung des RFB, der KPD, um den roten General Alfred Steinhage, der hatte, war Kneipier am Rommelspütt an der Garte, der hatte sich zusammengesetzt mit Leuten aus der KPO und Anarchos und hatten eine Kampfeinheit gebildet, die sich die Partisanen nannten. Und die haben dann zusammen versucht, die immer stärker werdende SA zu bekämpfen. Politisch war das oft so, dass die Leute halt in der Zeit meistens ja bis zu 40% KPD gewählt haben, dass die Leute, die Jugendlichen, aber zum einerseits waren sie eifrig und diskutierten in irgendwelchen Spelunken oder im Jugendheim der Marienstraße, aber ein großer Teil der Jugend war eher daran interessiert, an den Kämpfen gegen die Nazis teilzunehmen. Und das, was man heute Corner nennt, war halt sehr üblich, dass sich Klicken draußen, weil es natürlich auch drinnen so beengt war, sich getroffen haben und das quasi hier in den Arbeiterstadtteilen die Leute auf den Straßen waren und dass sie in den Jahren 32 bis 33 eben sich Alarmsysteme überlegt haben, wenn die Nazis hier sich gezeigt haben. Auch doch zu erwähnen ist, dass SPD-orientierte Betriebswehren gab es bei Bemberg und bei den Barmer Bahnen. Die haben sich bewaffnet, die hatten Revolver aus Belgien geholt. Und um die Angriffe der Nazis abzuwehren. Dann gibt es noch eine sehr schöne Episode. Es gab eine ganz große Konsumgenossenschaft auf Klausen, die ist Vorwärtsbefreiung, die versorgte in 20er, 30er Jahren bis zu 50.000 Haushalte. Die war erklärtes Ziel der Nazis und da haben die Leute, vor allem Sozialdemokraten und SAJler, junge Sozialisten,
haben sich bewaffnet und auf die Lauer gelegt. Und als die Nazis kamen, haben sie dann, also nicht mit dem Medienprojekt Wuppertal, sondern damals noch wahrscheinlich mit einer alten Kamera, quasi die Nazis verdroschen, das alles gefilmt. Und das war ein großes Highlight bei Filmvorführungen, weil es einfach ganz einfach war und ziemlich lustig, die Nazis zu vertreiben, weil sie nicht stark genug waren. Schwerpunkte, also wichtig ist, die Nazis hatten mindestens 8 SA-Heime, eine große SA-Kaserne in Unterbarm der Kniestraße und wurden darüber zur totalen Bedrohung. Und in Unterbarm gab es zum Beispiel Einheitsfrontbündnisse mit den Anarchosyndikalisten und der KPD, die gemeinsam versucht haben, da halbwegs unbeschadet durch Unterbarm zu kommen. Die Leute mussten sich bewaffnet gegenseitig nach Hause begleiten, weil die Nazis da ständig rumgelungert haben. Die SA war hier relativ stark und hatte die Polizei infiltriert. Es gab einen Polizeisturm bei der SA, die quasi für frische Informationen gesorgt hat. Und ein Herr der politischen Polizei war seit 1923 für die NSDAP illegal tätig. Das heißt, spätestens ab Juli 1932 sind die sozialdemokratischen Kundgebungen nicht mehr von der Polizei geschützt worden. Es gibt ein besonderes Ereignis, den Barmer Blutsonntag. Das war letztendlich die letzte Kundgebung der Sozialdemokratie am Alten Markt, am Wert. Und da ist die SPD-Kundgebung oder die Kundgebung des Reichsbanners ganz offen von SA-Leuten beschossen worden. Es gab total viele Schwerverletzte, ein Kind hat einen Kopfschuss bekommen und die Polizei hat zugeschaut. Und das war für viele Sozialdemokraten so das Zeichen, dass sie in Preußen keinen Schutz mehr genießen. Für Kommunisten war das natürlich und für Anarchosyndikalisten, für Militante jeder Couleur, die hatten natürlich einschlägige Erfahrungen schon seit den 30er Jahren, auch mit der preußischen Polizei, gesammelt. Und was wichtig ist, diese Wahlkämpfe hatten natürlich ganz viel mit der sozialen Not auch zu tun. Die Auseinandersetzung hatten mit der sozialen Not zu tun. Es gab den Sturm aufs Arbeitsamt in Wichtinghausen, auf das Wohlfahrtsamt. Es gab Plünderungen, es gab eine kleine Streikbewegung, wo die Leute die Streikbrecher entsprechend nach Hause geschickt haben. Und es gab eben ganz große Demonstrationen, auch gewalttätige Aktionen. Und ein Schwerpunkt in Elberfeld war die Paradestraße immer wieder die Garte. Die Poststraße war genannt der Teppich, war der Ort, wo man die Nazis traf und wo es ständig Auseinandersetzungen gab und das Polizeirevier, was zuständig war auch für Misshandlung, auch schon vor der Nazizeit, war die von der Heizgasse. Das ist eine nicht mehr existierende Gasse neben dem Kaufhof, heutigen Kaufhof. Dann möchte ich noch nennen eine sozialdemokratische Wirtin, Maria Runkel, die hatte eine Gaststätte zum Reichsbanner in der Blumenstraße 8 in der Südstadt, und dort ist quasi, gab es ein erstes Bündnis mit SPD und KPD zum gemeinsamen Schutz der Kneipe, weil die Nazis ständig die Kneipe angegriffen haben. Und man erzählt sich, dass Maria Runkel hinter der Kneipe eben einen großen Knüppel bei sich führte und sogar eine Pistole hatte, um sich gegen die Nazis zu wehren. Zu nennen ist auch natürlich Oswald Laufer. Auch er war Sozialdemokrat, er war ein sozialdemokratischer Militanter, Antifaschist, vorbestraft wegen Auseinandersetzungen auf der Garte, weil er Polizisten angegriffen hatte und Nazis vertroschen hatte. Der war im Reichsbanner organisiert, sein Vater hatte hatte so ein ganz kleines Geschäft in der Wilhelmstraße, und er war halt auch bei den Nazis, aber nicht als Jude bekannt, sondern eben als Polacke, Pole, Ausländer, und er war halt als derjenige bekannt, der gemeinsam mit den kommunistischen Jugendlichen gegen die Nazis gekämpft haben. Oswald Laufer war das erste jüdische Opfer der Auseinandersetzung in Wuppertal. Der ist auf offener Straße in der Wilhelmstraße am 7. März ermordet worden. Was ich noch erzählen möchte, ist, dass es anders als man sich das denkt, dass der 30. Januar 1933, der Tag der Machtergreifung, in Anführungszeichen, erstmal nicht so ein Einschnitt war für die Leute. Hier unweit
vom Schusterplatz war ein großer Fußballplatz, wo jetzt der Bunker steht. Und da war für den 30. Januar noch so ein Fußballspiel der Arbeitersportverbände angesetzt. Und man weiß nicht, ob es nicht trotzdem stattgefunden hat. Was besonders in Wuppertal war, dass in vielen Stadtteilen, als es bekannt worden ist, dass Hitler die Macht übertragen bekommen hat, dass es hier in Barmen, in Elberfeld oder auch in Ronsdorf, auch in anderen Stadtteilen Demonstrationen kundgeben, die Nazis gab, und dass die Nazis erst einen Tag später versucht haben, von der Polizei geschützt über die Talachse eine Demonstration zu machen. Und am 1. Februar gab es auch die interessante Begebenheit, dass es Tumulte gab in der KPD Hochburg Heckinghausen, wobei einem Polizisten auch eine Waffe entwendet wurde. Also es war gar nicht so klar, wie es weitergeht. Es gab weiter bürgerkriegsähnliche Auseinandersetzungen bis zum Reichstagsbrand. Und ich möchte hier am Ölberg noch erwähnen, dass am 26. Februar, also anderthalb Tage vom Reichstagsbrand, die SA versucht hat, von der Vogelsaue einen Marsch zu machen hier in den Ölberg hoch. Und es gab eine große Mobilisierung. Die Würkerstraße stand natürlich, das war glaube ich 80% KPD-Anteil. Das war eine sehr arme Straße. Wer sich da auskennt, die macht so einen Knick. Und die SA kam da erstmal hochstolziert und marschiert. Die wurde aber dann unter Feuer genommen und zurückgeschlagen. Und beim zweiten Mal kam die SA da mit der Polizei zurück. Und die hatten, das war damals sehr modern für die Bürgerkriegsphase, hatten einen alten Panzerwagen, also einen neuen Panzerwagen mitgebracht, um quasi diesen kleinen Aufstand niederzuschlagen. Und das war quasi vor dem Reichstagsbrand, und Hans Schmitz, der Anarcho-Syndikalist, der wohnte am Platz der Republik auf der anderen Seite, und der erzählte, dass die Leute gedacht haben, die Linken, jetzt geht der Aufstand gegen Hitler los. Und sind dann quasi wie Pilger, haben den Berg gewechselt und haben sich hier versammelt, aber da sahen sie dann nur noch, dass die Polizei Haus für Haus durchsucht hat und versucht hat, relativ viele Leute zu schnappen. Die Leute, die aber geschossen haben, sind durch die Dachgeschosse, aber dann konnten abhauen. Und die Leute, die da in Aktion getreten sind, konnten abhauen. Was eine traurige Geschichte ist, dass die Polizei und die SA dann auch das Feuer eröffnet hat und dass drei unbeteiligte Ölberger getötet worden sind. Das war der 26. Februar. Es gab eine Woche vorher ähnliche bewaffnete Aktionen gegen die Nazis am Rott. Dann aber nach dem Reichstagsbrand gingen die Repressionen voll los. Die bekannte Funktionäre wurden verhaftet. Und vom 1. März bis Juli 1933 sind hier in Wuppertal mindestens 18 Antifaschisten entweder auf offener Straße ermordet worden oder abgeholt worden und dann in Wäldern und in Talsperren versenkt und getötet worden. Bis dann Anfang Juli die SA dann, weil es dann ein bisschen gesitterter zugehen sollte, in Wuppertal-Beinburg das Konzentrationslager in der Kemna gegründet haben und dann quasi die Folterungen, die Exzesse, die Gewalttaten dann an den Stadtrand verlegt worden sind. Vielleicht zum Schluss noch. Im Zusammenhang mit diesem Kampf um die Würkerstraße ist natürlich auch Otto Böhne zu sehen. Otto Böhne wohnte, das war der politische Leiter der Nordstadt. Er ist das erste Opfer, aus der Kemna. Er ist nicht in der Kemna gestorben, sondern den haben sie dann noch nach Papenburg in die Emslandlager deportiert und ist dort im Krankenhaus an den Verletzungen und Folterungen dann gestorben. Otto Böhne ist auch jemand aus der Würkerstraße und die haben ihn quasi mit dem Zug auf diese Schießereien ihn dann auch verhaftet und dann ins KZ gebracht. Das ist hier ein kurzer Einblick. Es gibt so ein paar Bücher, wir machen Stadtrundgänge und das kann man teilweise auch im Internet nachlesen. Das ist so ein bisschen diese Phase bis Sommer 33 und also zu erwähnen, also das Weitere geht es dann eigentlich, was in der Kemna passiert ist und was dann später bei den Verhaftungsaktionen ab 35, 36 in Wuppertal noch passiert ist, aber das kann man auch in so einer kleinen Broschüre nachlesen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.